Hallo, wir sind hier heute auf der Landesgartenschau in Öhringen, Backstage auf der Sparkassenbühne, und wir sprechen jetzt gleich mit Max Mutzke. Bist du aufgeregt? Nein, noch nicht. Also bei mir ist es tatsächlich immer schon so gewesen, dass wenn wir spielen, geht die Nervosität erst in dem Moment los, wenn die Band auf der Bühne ist. Die spielen schon und ich weiß so, okay, jetzt lässt es sich nicht mehr verhindern, nach draußen zu gehen. Weil es ist ja immer noch was Absurdes, dass man auf die Bühne geht und sich vor heute vielleicht zwischen 3.000 und 5.000 Leuten hinstellt und denen Geschichten erzählt und denen was vorsingt. Das Unterbewusstsein sagt einem, hey, man bringt sich in Gefahr. Weil wir sind Rudeltiere, eigentlich müssten wir uns in der Masse verstecken. So, nicht auffallen, und da macht man genau das andere. Und das ist, glaube ich, auch, das ist angeblich auch der Grund, warum man Lampenfieber hat. Das fängt aber echt erst an, kurz vor der Show. Guck mal, da kommen jetzt Tausende von Leuten heute, ne? Die haben sich umgezogen, angezogen, frisch gemacht, ins Auto gesessen, haben einen Parkplatz gesucht, sind mit ihrer Familie dahin gelaufen. Weißt du, die haben sich da voll den Arsch aufgerissen, um hier zu sein. So kommt mir das vor. Und dann will ich mir auch den Arsch aufreißen. Ich will, dass die sehen, ich gebe alles, und der lässt sich nicht lumpen. So. Das ist voll sein Ding und er will uns alles geben. Und wenn ich das mache, dann kommt sehr, sehr viel zurück. Und das quasi multipliziert sich permanent oder addiert sich das. Man ist immer quasi aufeinander angewiesen. Und das ist so mein Ritual für mich, nochmal zu sagen, okay, gehe ich hier raus und gebe alles und gebe vor allem den Leuten das Gefühl, dass ich alles gebe. Was ist denn der größte Unterschied deiner Meinung nach zwischen dem Max von 2004 und dem heutigen Max? Die Mütze. Die Mütze, sonst nichts. Sonst nichts. Nein, man wird ja älter, und damals war ich ja 23 und jetzt bin ich 35, das ist 12 Jahre her. Und es ist schon so, dass man in den 12 Jahren des Erwachsenwerdens und Weiterlebens andere, also Prozesse durchläuft, die ganz normal sind. Und da ist unter anderem dabei, dass man irgendwann politisch auch sich einsetzt für Dinge, die man vorher vielleicht nie erwähnt hätte, weil man sagte, das ist nicht... Ich bin noch zu jung, um ein politisches Statement abzugeben. Jetzt haben wir bei dem letzten Album diesen Song Unsere Nacht gemacht, wo es ganz klar ein Appell an den Bundesdeutschland ist. Ich meine, es wird immer präsenter. Ne? Es gab einen Song 1971 von Marvin Gaye, What's Going On. Der war damals schon, ging es um dieses Thema Rassenhass und diese, eigentlich, dass man für Toleranz kämpfen muss. Und Akzeptanz und Nächstenliebe. Und das sind so Sachen, die sind jetzt erst gekommen, ne, in den letzten Jahren. Ich bin dann jetzt nach 12 Jahren halt kein Anfänger mehr in der Welt. Das heißt, man kann ganz schnell selber entscheiden, was früher musste ich ja ganz oft noch fragen, hey, kann man das machen, kann man das nicht machen, soll ich das machen? Ja, ich mach's, nee, mach's lieber nicht. Also so, jetzt kann man so richtig selber mit nicht mal nur, weil man so, man macht nicht so, als wäre man selbstbewusst, sondern man hat so eine selbstverständliche, selbstbewusste Art, weil man so viele Dinge jetzt abschätzen kann. So, jetzt bist du hier in Hohenlohe, warst du schon mal da? Ja, also natürlich, weil das ist ja, also es ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg von zu Hause. Also schon ein bisschen über 2 Stunden. Aber das ist ja für uns Schwarzwälder alles noch in der Nähe. So. Schwäbisch wird bei uns nicht gesprochen, alemannisch. Aber ein paar Kilometer weiter Richtung Osten wird bei uns auch geschwäbelt. Meine Mutter kommt aus dem Schwabenland. Und deswegen fühle ich mich auch hier, ich habe voll Verwandtschaft in der ich kann auch voll schwäbeln, also, weil das ja auch meine Familie war. Ne? Aber ich mache es nicht. Jetzt hast du ja vergangenes Jahr dein 7. Album, glaube ich, veröffentlicht. Wie viel Max steckt denn in Max, so heißt das Album nämlich? So hab ich habe es auch nicht nur Max genannt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, sondern weil es sehr viel autobiografischer ist. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ne? Man ändert sich in der Zeit, man hat plötzlich das Ding, das Gefühl, man kann über Dinge singen, die man vorher sich nicht getraut hat anzusprechen. Gerade der Tod meiner Mutter, den ich verarbeite auf dem Album. Es gibt voll viele Dinge, die man so, die ich da auf dem Album mache. Das ist sehr viel autobiografischer, es gibt ganz viel von mir drin. Wenn man auch die Texte hört, wenn man mich kennt, weiß man es sowieso. Und es gibt auch lustige Geschichten drin, die man so erlebt hat, über die man Songs geschrieben hat. Also das heißt, es ist, glaube ich, zu Recht trägt es auch den Namen. Mein größtes Hobby ist momentan, an so einem alten LKW rumzuschrauben, den wir komplett restaurieren, ich und mein Bruder. Wir fahren dann nicht zusammen in Urlaub, aber ich mit meiner Familie, er mit seiner. Und das ist so ein altes Armeefahrzeug aus den 90ern, 80ern. Und dieses Gerät ist halt der Hammer, weil es ist ein allradgetriebener LKW, sehr, sehr hoch, sehr nur fürs Gelände gebaut und hat halt noch nicht diese ganze Elektronik, die man heute drin hat. Man kann also alles selbst machen. Und wir bauen den wirklich komplett auseinander wie ein Lego-Auto, bauen den auch wieder auf. Das heißt, wir kennen nachher jede Schraube an dem Ding und haben auch keine Angst, wenn man mal in der Tundra steht und dann irgendwas passiert, weil wir uns wahrscheinlich meistens helfen können. Ich freue mich da sehr drauf. Es ist frühestens in einem Jahr soweit. Das Ding braucht noch total viel Zeit. Wir sind schon über 2 Jahre dran. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht erst in 2 Jahren fertig ist.
Und wie lange müssen die Fans warten, bis es was Neues gibt? Im Herbst kommt was raus. Wir haben ein Live-Orchester-CD von dem Album Max. Wird es geben mit 80 Leuten auf der Bühne. Das ist der Wahnsinn. Das wird der Hammer, weil es vor allem dann im darauf folgenden Herbst, also quasi 2017, richtig eine Tour geben wird. In den großen Häusern versuchen wir zu spielen. Frankfurter Oper, Elbphilharmonie und so weiter. Und dann halt, das wird krass, dann mit 100 Leuten auf Tour gehen. Also 80 auf der Bühne, 20 noch drumherum mindestens. Das ist so das nächste Projekt, was wir machen. Dann freue ich mich darauf und die Öhringer freuen sich jetzt auf den heutigen Abend. Vielen Dank. Dankeschön.